Ab dem 30. Juni können Samsung Smart TV-Nutzer Xbox-Spiele auf ihrem Fernseher streamen, ohne eine Konsole zu besitzen. Klingt nach einer kleinen News am Rande, aber dröseln wir das Thema mal auf. Xbox Play Anywhere mit Game Pass Ultimate wird immer weniger zum Werbespruch, aber immer mehr zur Realität. Wobei die Xbox-App auf Samsung TVs erstmal nur ein Anfang sein wird und noch keine große Wende einleitet. Ich meine, bis auf Sony-Fernsehern die Xbox-App verfügbar ist, wird wohl noch ein bisschen Zeit vergehen. Euer Fernseher, auch wenn er von Samsung ist, muss Baujahr 2022 sein, also muss ein ganz, ganz neues Modell sein, damit diese App überhaupt verfügbar ist. Für mich war das erstmal gar nicht so einleuchtend, warum das so ein Riesenproblem ist, ob die Xbox-App auf Fernseher zu bringen, aber das Problem dahinter ist einfach nur, dass die SoCs, die in den Geräten verbaut sind, extrem langsam sind. SoC steht übrigens für System on a Chip, also Grafikeinheit und Recheneinheit, also CPU und GPU und alles mögliche andere Zeug zusammengefasst auf einem Chip und nicht wie in einem Gaming-PC, wie wir es kennen, dass alles einzelne Komponenten sind, die alle einzeln verbaut werden. Also die Chips, die in den Fernsehern verbaut werden, sind sogar noch um einiges langsamer als die, die wir von unseren Tablets und Smartphones kennen. Es benutzt ja sowieso kein Mensch seinen Fernseher, um irgendwelche rechenintensiven Prozesse zu starten. Man will einfach nur Fernseh gucken. Es ist schließlich auch ein Unterschied, ob vorgepuffertes Videomaterial angezeigt wird oder Videospiele in Echtzeit gestreamt werden sollen. Die SoC hat beim Netflix-Gucken einfach viel, viel mehr Zeit, als das beim Cloud-Gaming der Fall ist. Da sind es nämlich nur ein paar Millisekunden. Zu Recht stecken die Hersteller also lieber mehr Geld in die Panels an sich. Also bessere Farben, höherer Kontrast, höhere Auflösung etc. pp. Blablabla. Angeblich sollen bald sogar Spiele, die nicht im Game Pass sind, über xCloud spielbar sein. Bisher war es ja so, dass man Game Pass Ultimate gebraucht hat, das wird auch weiterhin so sein. Nur konnte man auch nur Spiele streamen, die auch im Abo enthalten sind. Also bald soll man auch Spiele spielen können, die nicht im Abo enthalten sind. Sowas wie Cyberpunk 2077 zum Beispiel. Und das wäre schon ziemlich cool. Voraussetzung dafür wird aber auch, selbst wenn ich das Spiel gekauft habe und es in meiner Bibliothek ist, immer noch eine Subscription sein. Und so wie es die Gerüchte zwitschern, könnte es Ende des Jahres dann soweit sein. Dazu würde natürlich Project Keystone wie die Faust aufs Auge passen, weil das ist eine Cloud-Only-Konsole. Und wenn man dann die Bibliothek, die man kauft, zur Verfügung stellt, um zu streamen und gleichzeitig könnte man Xbox Game Pass Subscriptions verkaufen, wäre perfekt und ist mehr oder weniger sogar schon bestätigt worden. Also das ist eine Art Stick oder eine kleine Box, die wie ein Amazon Fire TV Stick oder ein Google Chromecast oder ein Nvidia Shield funktioniert im Endeffekt. Mit den Dingen könnte man natürlich auch auf jedem Fernseher oder auf jedem Display mit einem HDMI-Anschluss zocken, komplett ohne Konsole. Also außer dem Project Keystone-Teil halt. Also ihr seht schon, Cloud Gaming breitet sich immer weiter aus und jetzt auch ganz frisch hat Microsoft es in Argentinien und Neuseeland freigeschaltet. Ich rede zwar gerade die ganze Zeit von xCloud von Microsoft, aber das kann man natürlich auch ganz allgemein auf andere Anbieter übertragen. Warum ist das nicht eigentlich sowieso verfügbar, kann man sich fragen, ist ja schließlich das Internet und so. Cloud Gaming ist ein viel, viel größerer Aufwand als Konsolen und Download-Spiele. Ich kann zwar eine Datei oder eine Installationsdatei von einem Spiel runterladen, was auf einem Server ist, am anderen Ende der Welt, aber wenn ich das in Echtzeit spielen möchte auf diesem Server über Streaming, dann bekomme ich ganz schön viel Verzögerung. Und ihr müsst bedenken, das Signal muss von meinem Controller bis zum Server. Der Server muss das empfangen, der Server muss das ans Spiel schicken, das Spiel muss das ausführen, dann muss der Encoder diese Ausführung quasi abzeichnen, dann muss die Internetleitung von dem Data Center das hochladen ins Internet, meine Internetverbindung muss das Bildsignal dann runterladen und mir am Ende auf meinem Bildschirm anzeigen. Also, es macht schon Sinn, dass das so nah wie möglich an mir dran ist und nicht am anderen Ende der Welt. Das bedeutet, dass Microsoft erst Rechenzentrum bauen muss oder zumindest mal mieten muss und ihre Systeme darauf einrichten muss, bevor Cloud Gaming in diesen Regionen überall freigeschaltet werden kann. Das sind ganz klar Zukunftsinvestitionen und Cloud Gaming ist nicht hier, um zu bleiben, sondern es breitet sich sogar noch aus. Und diese Lösungen werden sich auch immer weiter einschleichen, genau wie das in anderen Bereichen auch schon passiert ist. In den anderen Bereichen sind wir Gamer halt nicht ganz so verbissen und wir nehmen es nicht persönlich. Dokumente zum Beispiel, ob jetzt Google Drive oder Microsoft OneDrive oder die Dropbox, jeder kennt sowas. Es ist schon praktisch, wenn man von überall aus zugreifen kann auf die Dokumente, die man zum Arbeiten braucht, an denen man gerade was macht oder gemeinsam mit anderen Leuten an einem Projekt arbeitet. Was ist mit Musik? Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Deezer, Apple Music, was auch immer, sucht euch was aus.
Musik ist in irgendwelchen Cloud-Services. Ist völlig normal mittlerweile. CDs, Kassetten und Vinyls sind eigentlich mehr oder weniger schon ersetzt worden. Filme und Serien, ob jetzt Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus, YouTube, wie es ihr jetzt quasi gerade guckt, oder für Live-Content oder Sportsachen DAZN oder eben Twitch. Und dann kommt halt eben auch Cloud-Gaming. Mit xCloud, mit Google Stadia, mit GeForce Now oder mit PlayStation Plus. Ob wir das jetzt cool finden oder nicht, es entwickelt sich halt einfach dahin. Und glaubt mir, ich bin auch ein Nostalgiker. Ich habe allein in diesem Zimmer 4 Super Nintendos stehen. Und ich würde diesen ganzen Hardware-Releases wirklich hinterher trauern. Kein Scheiß. 2 Stück hier im Regal, dann das SNES Mini und da hinten habe ich noch eine Super NT stehen. Und natürlich hier noch 3 Gameboys, 3 Playstations und meine Xbox Series S. Also, ach, und einen Gaming-Laptop habe ich natürlich auch noch. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann sind wir als Gamer gar nicht so sehr auf diese Neuerungen aus. Krasse Hardware wollen wir schon. Die soll aber einfach nur schneller sein als die alte und nicht grundlegend anders. Die Grafik in unseren AAA-Spielen, die soll natürlich besser werden. Aber es soll sich nicht ändern, wie die sich grundlegend spielen. Und wenn wir unsere alten Spiele spielen, dann soll einfach nur die Auflösung höher werden und anstatt 60 FPS wollen wir 120 FPS haben. Eins der meistgenannten Argumente gegen die Xbox Series S ist das fehlende Laufwerk. Dabei sind physische Spieleverkäufe eigentlich mehr oder weniger tot. Am PC existiert das eigentlich gar nicht mehr. Da hat sich Steam wirklich drum gekümmert, dass das am Aussterben ist. Das war dann nämlich schon irgendwie ein Dorn im Auge. Bei den Konsolen allerdings, da sind die Spiele ein bisschen oldschooler und am PC sogar noch. Weil da hat sich weder Microsoft, noch Sony, noch Nintendo getraut, eine Konsolengeneration auf den Markt zu bringen, wo es keine physischen Spiele mehr zu kaufen gibt. Dabei, wenn man Halo Infinite zum Beispiel vorbestellt hat für die Xbox Series S oder die Xbox Series X, dann hat man zwar eine CD bekommen in der Hülle und zwar cool und sah cool aus, man kann es ins Regal reinstellen und es sieht aus, als hätte man eine physische Kopie von dem Spiel. Auf der CD oder auf der Blu-ray, da war aber gar kein Spiel drauf. Natürlich war das Kacke, sondern es ist nur eine Aktivierung gewesen, um das Spiel installieren zu können und man musste es vollständig aus dem Internet runterladen. Wenn man solche Sachen bedenkt und das sogar ein First-Party-Release von Xbox war, ich würde sagen, das ist die letzte Konsolengeneration, die überhaupt ein Laufwerk hat. Und nicht nur bei Microsoft, auch bei Sony. Ein Regal mit Videospielen ist eigentlich die coolste Dekoration, die man im Zimmer überhaupt haben kann. Genauso wie Musik-CDs zum Beispiel. Aber wenn man ehrlich ist, man braucht es einfach nicht mehr. Es entsteht allerdings eine Reihe von ganz anderen Problemen, das ist klar. Ich meine, überlegt euch mal, was passiert mit euren Spielen, wenn Valve pleite geht und jetzt Steam einfach dicht macht von heute auf morgen. Egal, ob eure digitale Spielebibliothek jetzt bei Epic oder bei Valve oder bei Nintendo oder bei Sony oder bei Microsoft oder bei GOG oder sonst wem ist. Wenn die Schluss machen, wenn die pleite gehen, wenn die keinen Bock mehr haben, ist alles weg. Das gilt natürlich nicht nur für Videospiele. Bei Amazon und Google zum Beispiel kann man sich natürlich Bücher und Filme online kaufen, die man dann dort in der Bibliothek zur Verfügung stehen hat. Wer sagt denn, dass diese Dienste für alle Ewigkeit zur Verfügung stehen? Wenn du dir ein Buch kaufst und es ins Regal reinstellst, dann kann um dich herum die Welt untergehen. Du kannst immer noch auf dieses Buch zugreifen. Und wenn es gehen wird, würde ich mir heute natürlich immer noch solche coolen Module kaufen, wie zu SNES-Zeiten. Auch für die neuen Konsolen. Aber Nostalgie ist halt nur nostalgisch, weil es in der Vergangenheit liegt. Ob es die 8-Bit-Generation oder 16-Bit-Generation oder irgendeine Videospiel-Generation, die nicht mehr produziert, nicht mehr aktuell ist. Es ist alles nur nostalgisch, weil es eben vorbei ist. Früher war alles besser. Und das stimmt auch. Nur heute ist eigentlich auch nicht so schlecht. Und wenn wir in die Zukunft gucken, dann wird es in der Zukunft auch nicht so schlecht sein. Und wenn wir dann mal in der Zukunft sind und zurückblicken auf heute, dann wird es heute besser gewesen sein und nostalgisch. Wir können uns auch andere Beispiele ausdenken und nicht Videospiele, wie zum Beispiel Videobearbeitung. Klar, das fällt mir jetzt halt als erstes ein, weil ich YouTube mache. 4K-Videobearbeitung braucht schon wirklich ordentlich Power. Mein Razer Blade von 2019, das schafft das schon. Aber die RTX 2070 Max-Q, die darin verbaut ist, die rockt da schon mit 70% Auslastung durch. Eine Cloud-Lösung von Adobe wäre da, wenn meine Projekte zukünftig mal irgendwann komplexer werden, gar keine schlechte Lösung. Ich könnte meine ganzen Programme, die ich gewohnt bin, auf einem Supercomputer abspielen oder einem Datacenter abspielen
und das Ganze halt einfach als Stream auf meinen Bildschirm übertragen. Das Bottleneck an der ganzen Sache ist natürlich die Internetleitung. Der Ordner, der File-Ordner von meinem letzten Video hat 24 GB und meine Videos sind wirklich nicht so extrem aufwendig. Bei anderen Creatern, die komplexere Videos machen, da sind das bestimmt locker mal 40, 50 GB pro Video. Wenn das Bottleneck aber großflächig beseitigt wurde, dann steht solchen Lösungen eigentlich nicht viel im Weg. Okay, ja, schon klar, wenn das jetzt irgendwie so super color accurate sein muss und was weiß ich was und da die Leute mit ihren 20.000 Euro Bildschirmen sitzen und so Zeug. Klar, dieser Encoder, der den Stream encodiert, der verfälscht dann die Farben ein bisschen, das sieht alles nicht mehr 100% pixel perfect aus und... Aber das ist Adobes Problem, die sollen sich da halt was einfallen lassen. Oder was denkt ihr, warum Supercomputer existieren? Im Endeffekt, damit nicht jeder Wissenschaftler, der kurz das Universum ausrechnen will, eigene Hardware braucht. Also es gibt offensichtlich natürlich auch positive Punkte, wenn das Gaming langsam Richtung Cloud Gaming umzieht. Wenn wir die Umweltschiene fahren wollen, dann haben wir da Versand, wir haben Verpackung, wir haben Kühlung, wir haben die Stromversorgung, wir haben Entsorgung und wir haben Recycling. Wenn ein Datacenter 2000 neue Grafikkarten bestellt, dann sind die nicht alle einzeln in irgendeinem gepolsterten Karton verpackt und die sind auch nicht alle mit einem fetten Plastikaufbau mit drei Lüftern ausgestattet und haben auch keine RGB-Beleuchtung. Die werden in einer großen Kiste geliefert, haben ein funktionales Design, also keine drei Lüfter auf dem Rücken und auch kein RGB. Da werden von hinten mit ein paar super starken Lüfter 16 Grafikkarten auf einmal gekühlt. Okay, Umwelt juckt dich nicht, meinetwegen. Aber was ist denn mit der Chip-Shortage? Das ist kein Problem, was sich von alleine lösen wird. Und die Cloud bietet durchaus die Möglichkeit, Rechenleistung auf einen kleinen Raum zu begrenzen und zu konzentrieren. Ihr glaubt gar nicht, wie viele 3090s und 3080s in irgendwelchen Gaming-PCs versauern von Leuten, die nichts anderes als Counter-Strike, Valorant oder League of Legends spielen. Und selbst wenn sich jemand so eine Grafikkarte kauft, weil er sie wirklich, wirklich braucht zum Arbeiten, zum Beispiel für 3D-Modeling oder solche Sachen, dann benutzt er sie trotzdem nur für diese 8 Stunden am Arbeitstag und die 16 weiteren Stunden, die er die eben nicht benutzt, da liegt die einfach nur rum und tut gar nichts. Wäre sie aber in einem Datacenter, wo man auf die Leistung remote zugreifen könnte, dann würde diese Leistung durch viele Menschen geteilt werden. Man bräuchte einfach insgesamt viel weniger Hardware. So, caring is sharing mäßig. Ist ein blöder Spruch, aber es stimmt halt irgendwie. Bis es am Ende dann wirklich soweit ist und keine Konsolen mehr verkauft werden, wird es noch lange, lange dauern. Und ich bin mir sicher, dass wir noch PlayStation 6, PlayStation 7 und mindestens PlayStation 8 erleben werden. Ich bin mir aber auch sicher, dass der Anteil von Cloud Gaming immer weiter wachsen wird. Nicht von heute auf morgen, aber immer stetig und immer ein kleines bisschen. So ganz schleichend wird Cloud Gaming zur Normalität werden. Und eigene Hardware zu besitzen, wird mehr so ein Luxusding werden. Ich persönlich habe in letzter Zeit relativ gute Erfahrungen mit Cloud Gaming gemacht. Muss aber dazu sagen, dass ich Octopath Traveler gespielt habe. Und wer das Spiel spielt oder kennt, der weiß ganz genau, dass das wirklich perfekt für diese Anwendung geeignet ist. Es ist halt ein JRPG in einer Pixelgrafik und rundenbasierten Kämpfen. Also da ist Input-Delay und sowas überhaupt kein Problem, weil es wirklich sehr, sehr slow-paced ist und die Kämpfe halt ständig durch meine Entscheidung, wo ich dann in aller Ruhe auswähle, welche Attacke ich als nächstes mache, unterbrochen wird. Ich habe mal kurz Forza Horizon 5 angespielt und muss sagen, das hat mich dann doch schon eher gestört beim Delay, wenn man dann mal irgendwie lenken will und es passiert einfach gar nichts. Es ist also nicht für jeden und auch momentan nicht unbedingt für jedes Spiel geeignet, also so wie der Stand momentan ist. Und wenn jemand besonders scharfes Bild bevorzugt, also wenn jemand auf 4K Auflösung besteht, dann ist Cloud Gaming vielleicht auch nicht unbedingt für ihn geeignet. Zum einen ist maximal 1080p angesagt momentan und dann sind diese 1080p auch nicht so scharf, wie wenn sie von der Konsole direkt ausgegeben werden. Und ihr habt auch nie so richtig durchgehend smooth, stabile 60 FPS. Es wird immer mal so einen kleinen Stutter geben und das ist ja so auch das Ding, wo Digital Foundry richtig abgefuckt von ist. Wie vorhin schon gesagt, beim Game Streaming hat eben das Empfangsgerät nur ein paar Millisekunden Zeit, um das Signal umzusetzen. Und wenn da irgendwas mit der Internetleitung zu langsam ist oder es irgendwie eine Verzögerung gibt, dann werden diese Frames einfach geskippt. Das ist einfach ein Unterschied zu dem, wie es ist beim Videostreaming, wo einfach das Video vorgebuffert wird für ein paar Minuten. Da merkst du sowas einfach nicht. Ich hoffe, ihr stempelt mich nach diesem Video jetzt nicht als Cloud-Lover ab. Das stimmt nämlich überhaupt gar nicht. Es ist nur einfach das, was ich glaube, was sich auf lange Sicht später mal durchsetzen wird. Ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass ihr in den Kommentaren mir schreibt, was ihr davon haltet. Ich werde alles durchlesen, ich versuche alles zu beantworten. Ich diskutiere auch sehr gern darüber mit euch. Gerne joint auch in meinen Discord-Server oder folgt mir auf Twitter. Da bin ich auch immer am Start und red gern mit euch und kommuniziere mit euch.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Und dann, früher war alles besser. Und dann bis dann.